zur letzten Runde des Abends haben wir ja vielleicht den bekanntesten Namen auf unserer Sprecherliste, nämlich, wie ihr hier bereits sehen könnt, Patrick Breyer. Patrick ist gelernter Jurist, als Mitglied der Piratenpartei 2012 bis 2017 im Landtag Schleswig-Holstein vertreten gewesen, dort teilweise auch als Fraktionsvorsitzender und jetzt seit 2019 als Mitglied im Europäischen Parlament, wie gesagt für die Piratenpartei und in der Fraktion Grüne Europäische Freie Allianz, wenn ich richtig erinnere. Grüne EFA heißt es ja immer abgekürzt. Ne? Und ja, Patricks Thema ist so die Netzpolitik im Allgemeinen, ja, wie sie uns natürlich hier in dieser Runde und natürlich dann in der politischen Auseinandersetzung auch bei der Piratenpartei interessiert. Und das Thema heute ist irgendwie, glaube ich, meine Notizen stimmen nicht. Ich glaube, ich bin im Jahr 2009 zurück. Es geht um Vorratsdatenspeicherung. Denn da gibt es wieder aktuelle Entwicklungen sowohl auf der deutschen Ebene als auch auf der EU-Ebene und das wird uns Patrick jetzt in diesem Vortrag erzählen und es wird danach hoffentlich, wenn wir Zeit haben, auch eine Fragerunde dazu geben. Also wenn ihr Fragen habt, dann gerne überlegt euch die und ja, wenn ihr jetzt im Stream da seid, dann auch der Hinweis, es sind hier noch ein paar Plätze frei, also wenn ihr jetzt vielleicht in der Nähe seid und ihr wollt noch eine Frage stellen, dann kommt noch gerne in den Saal, ihr habt ja jetzt diese für die Dauer des Vortrags noch Zeit und ja, damit herzlich willkommen, Patrick. Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass es auch 2022 wieder die Datenspuren gibt. Ein tolles Event rund um das Recht auf Privatsphäre, informationelle Selbstbestimmung. Und ich freue mich, dass ich dieses Jahr über das Thema Vorratsdatenspeicherung sprechen darf, top aktuell, denn nächste Woche steht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs an, aber dazu gleich mehr. Wie vielleicht die eine oder andere von euch weiß, beschäftige ich mich ja seit vielen Jahren mit der Vorratsdatenspeicherung. Die hat mich überhaupt erst politisch aktiviert sozusagen, weil ich damals vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung gelesen habe und dann die ersten Demos mitveranstaltet habe, die ersten Proteste und dann auch erst einige Jahre später darüber überhaupt zur Politik gekommen bin. Und was hat mich so gestört oder aufgeregt an dem Thema, dass ich ja auch dazu promoviert habe? Mit der Vorratsdatenspeicherung wird ja zum ersten Mal die komplette Bevölkerung in ihrem alltäglichen Verhalten, also was sind meine Kontakte, wohin bewege ich mich, mit welcher Kennung bin ich im Netz unterwegs, abgebildet von der kompletten Bevölkerung. Und wenn der Staat so viele Informationen über unser Privatleben sammelt und abrufbar hat, dann gefährdet das letzten Endes die Machtbalance in einer Demokratie. Man findet in solchen Datenmengen im Grunde genommen immer was, aus dem man fast jedem einen Strick draus drehen kann. Und das dreht im Grunde genommen das um, dass eigentlich die Regierung vor ihren eigenen Bürgern Ehrfurcht haben sollte und nicht umgekehrt die Bürger Angst vorm Staat. Und deswegen denke ich, wird da eine rote Linie überschritten, wenn verdachtslos die komplette Bevölkerung überwacht wird, wird eine rote Linie überschritten, die wir in unserer Demokratie nicht überschreiten dürfen. Deswegen ist es so wichtig, dass jetzt am nächsten Dienstag, also am 20. September, der Europäische Gerichtshof ein erneutes Urteil zur Vorratsdatenspeicherung fällen wird, und zwar zum ersten Mal zu einem deutschen Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, das die Große Koalition noch eingeführt hatte, ohne jeglichen Respekt vor den Grenzen, die der Europäische Gerichtshof schon vorher gezogen hatte. Die Haltung der Bundesregierung zu dem Thema ist auch außerhalb Deutschlands sehr wichtig, weil Deutschland da oft Vorbild ist für das, was andere Länder national machen, aber auch für das, was die EU selber wieder einführen und wieder vorschreiben könnte. Das heißt, wir haben jetzt ein Handlungsfenster, was sich öffnet nach dem Urteil, um Einfluss zu nehmen und dafür zu kämpfen, dass Deutschland und auch Europa frei von dieser Form anlassloser Massenüberwachung werden. Ja, nochmal Thema Vorratsdatenspeicherung. Was ist das Problem daran?
Das Konzept einer Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass ohne Anlass die Daten von allen Menschen gesammelt werden für den Fall, dass der Staat sie abrufen möchte. Bei einigen Datenarten, wie zum Beispiel Verbindungsdaten, Bewegungsdaten, ist das auf schwere Straftaten beschränkt, der Abrufzwecke, in Deutschland zumindest so vorgesehen. Bei anderen Vorratsdaten, wie zum Beispiel der Kennung, mit der wir im Internet unterwegs sind, der IP-Adresse, ist aber auch schon ohne jeden Richterbeschluss zur Verfolgung beliebiger Straftaten Zugriffe möglich, auch zur Gefahrenabwehr präventiv, wenn gar keine Straftat begangen worden ist, und auch für Zwecke der Geheimdienste. Und diese Vorratsdaten, die hier gespeichert werden müssen bei unseren Kommunikationsunternehmen, die geben Aufschluss darüber, wer, wann, wie lange, mit wem und wo, also an welchem Standort auch telefoniert hat, SMS geschrieben hat, aber auch wer mit welcher Kennung im Netz unterwegs war und natürlich auch unsere Identitätsdaten, unsere sogenannten Bestandsdaten, die dafür, was dafür sorgt, dass es zum Beispiel anonyme Kommunikation, anonyme Prepaid-Karten bei uns gar nicht mehr gibt und nicht mehr geben darf. Dieses Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, was in Deutschland ausgesetzt ist zurzeit, das heißt, eine Vorratsspeicherung von Kommunikations- und Standortdaten, IP-Adressen, findet aufgrund dieses Gesetzes zurzeit nicht statt. Dieses Gesetz führt nicht dazu oder hat, als es in Kraft war, nie dazu geführt, dass wirklich die Aufklärungsquote von schweren Straftaten signifikant angestiegen wäre. Man sollte ja meinen, wenn man so breitflächig die komplette Bevölkerung erfasst und abbildet, dass es dann auch einen nennenswerten Effekt hat und Straftaten auch merklich häufiger aufgeklärt werden können. Dem ist aber nicht so. Ich habe das auch europaweit vergleichen lassen vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments. Und die haben auch in keinem anderen Land einen Zusammenhang festgestellt nach dem Motto, dort, wo Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde, hat sich die Aufklärungsquote wirklich sichtbar erhöht. Oder umgekehrt, wo sie gekippt wurde, ist sie zurückgegangen. Es gibt diesen Zusammenhang gar nicht. Und nichtsdestotrotz gibt es immer wieder so viele Einzelfälle, Beispiele, wo Vorratsdaten angeblich geholfen haben, dass die Regierung und die EU-Kommission daran festhalten und unerbittlich anlasslose Massenüberwachung beibehalten oder wieder einführen wollen. Sie übersehen dabei, dass Einzelfallerfolge von Vorratsdaten nicht bedeuten, dass die Straftat nicht auch anders hätte aufgeklärt werden können mit anderen Daten oder anderen Ermittlungsmöglichkeiten. Und sie vergessen natürlich, dass eine Vorratsdatenspeicherung auch kontraproduktive Effekte haben kann. Denn in dem Moment, wo man Umgehungsstrategien einsetzt, wie zum Beispiel Anonymisierungsdienste, in dem Moment sind natürlich auch gezielte Ermittlungen im Verdachtsfall gar nicht mehr möglich. Und ich denke, das Zusammenspiel dieser Faktoren führt dazu, dass mehr Daten zu sammeln tatsächlich im Endeffekt gar nicht statistisch sichtbar mehr aufgeklärte Straftaten oder mehr Sicherheit bedeutet. Ja, auf europäischer Ebene hat sich die Sache so entwickelt, dass der Europäische Gerichtshof eine EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt hat, für grundrechtswidrig unverhältnismäßig erklärt hat, weil sie unsere Privatsphäre und unsere Kommunikationsfreiheit auch verletzt, wenn das Kommunikationsprofil, das Umfeld und auch die Bewegung von Menschen auf Vorrat gespeichert werden, die auch in keinerlei Zusammenhang, nicht auch nur in einem entfernten Zusammenhang zu irgendeiner Straftat stehen. Und die EU-Kommission hat auf Drängen der EU-Mitgliedstaaten, die ihre nationalen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung trotzdem versucht haben beizubehalten, im Juni 2020, also vor 2 Jahren, ein Geheimpapier, was aber inzwischen geleakt ist, vorgelegt. Und untersucht, welche Möglichkeiten gibt es auf EU-Ebene unter Beachtung der Schlupflöcher,
Sprecher dieses Urteils, eine Art Vorratsdatenspeicherung weiterzuführen. Da wird vorgeschlagen, eine Vorratsdatenspeicherung wieder EU-weit vorzuschreiben, wo die nationale Sicherheit bedroht ist. Das hat der EuGH zugelassen, für Fälle, wo zum Beispiel tatsächlich ein Terroranschlag droht. Sei das ausnahmsweise, könnte das mal verhältnismäßig sein. Das wird aber von den EU-Mitgliedstaaten ganz anders ausgelegt. Wir kommen noch dazu. Es wird vorgeschlagen, dass man eine sogenannte gezielte Vorratsdatenspeicherung einführen sollte. Der Europäische Gerichtshof hat das für denkbar gehalten, wenn man eine Vorratsdatenspeicherung beschränkt auf Gebiete, zum Beispiel geografisch, wo es sehr viele Straftaten gibt, oder auf Menschen, bei denen Anhaltspunkte darauf hinweisen, dass sie mit Straftaten in Verbindung stehen könnten, auf gefährdete Objekte und Ähnliches. Das ist ein weiterer Vorschlag der EU-Kommission, der sehr weit ausgefächert ist, weil da zum Beispiel Parlamentsgebäude, Kirchen genannt werden, Flughäfen, Verkehrsknotenpunkte, Bahnhöfe, also sogar Versammlungen, Demonstrationen seien irgendwie besonders gefährlich, Sportstadien, also im Endeffekt so weitreichend definiert von der EU-Kommission, dass man im Endeffekt doch in großen Teilen des Landes wieder zu einer Vorratsdatenspeicherung kommen könnte. Ich komme noch zu einem Beispiel, wo man diesen Weg beschritten hat. Es wird zur Auswahl gestellt ein Quick-Freeze-Verfahren. Das ist eigentlich das einzige verhältnismäßige und grundrechtsschonende Mittel, dass man vorhandene, sowieso vorhandene Daten, die aus betrieblichen Gründen vorhanden sind, eben auf Zuruf sozusagen aufbewahrt und dadurch den Richter zum Beispiel Gelegenheit gibt, darüber zu entscheiden, sollen diese Daten zum Zugriff freigegeben werden oder nicht. Eine gezielte Aufbewahrung der Daten nur im Bedarfsfall, nur verdächtiger Personen. Das wird zur Auswahl gestellt, ist aber bei den Regierungen gar nicht gut angekommen. Das wollen sie irgendwie nicht machen, das ist ihnen zu gezielt. Dann wird vorgeschlagen, man könnte EU-weit im Bereich der IP-Adressen, also der Internetverbindung, wieder eine Vorratsdatenspeicherung einführen. Und das hat tatsächlich der Europäische Gerichtshof unter massivem Druck auch von Regierungen und mit Begründungen wie Kinderpornografie und so weiter tatsächlich auch zugelassen und ermöglicht. Ich komme aber noch dazu, welche schwerwiegenden Folgen das hätte und warum es im Übrigen auch keine Kinder schützen kann. Und dann wird diskutiert von der EU-Kommission, eine Identifizierungspflicht europaweit einzuführen. Es ist so, dass es im Moment in verschiedenen EU-Staaten noch anonyme Prepaid-Karten zu kaufen gibt, auch in Staaten, die an Deutschland angrenzen, wie den Niederlanden. Ich habe da neulich gerade auf Twitter nochmal eine Karte gepostet, falls es euch interessiert. Dem soll quasi den Garaus ausgemacht werden. Also das Aus europaweit anonymer Kommunikation soll eingeführt werden. Und die EU-Kommission diskutiert all diese Maßnahmen eben auch auf Internetkommunikationsdienste auszuweiten, ja? Messenger-Dienste wie Signal oder WhatsApp, E-Mail-Dienste könnten betroffen sein. Chatdienste auch. Und das würde bedeuten, dass man letzten Endes sogar für Messenger-Dienste, die im Moment anonym nutzbar sind, weitgehend privatsphärenfreundlich, dass man da eine Identifizierungspflicht hätte, dass man keine E-Mail-Konten mehr irgendwie anonym anmelden könnte. Also ein Wahnsinn, was da angedacht ist. Keine Vorratsdatenspeicherung einzuführen, ist für die EU-Kommission jetzt keine Option, die erörtert wird. Und wir wissen aus den geleakten Antworten der EU-Regierung, den Stellungnahmen, die wir dazu kennen, dass es tatsächlich eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten gibt, die sich gerne eine europaweite Vorgabe zur IP-Vorratsdatenspeicherung wünschen und die im Übrigen die anderen Vorschläge nur deswegen ablehnen, weil es ihnen nicht ausreicht, eine Vorratsdatenspeicherung nur bei Gefährdung der nationalen Sicherheit oder gezielt dort, wo es besonders hohe Gefährdungsgebiete gibt, auszuweisen.
Nur deswegen wird das abgelehnt, weil sie die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zum Schutz unserer Grundrechte und Freiheiten weiter ignorieren möchten und weit darüber hinausgehen möchten. Dass diese Entwicklung ist deswegen so wichtig, weil die EU-Kommission angekündigt hat, sie wartet jetzt nochmal das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Deutschland ab und wird dann auf der Grundlage dessen, was der Gerichtshof entscheidet, einen Vorschlag machen. Wahrscheinlich die Grundrechte so weit möglichst einzuschränken, wie das nach Europäischem Gerichtshof gerade noch machbar und zulässig ist. Vielleicht auch darüber hinaus in verschiedenen Elementen. Und das ist deswegen fatal, weil in Deutschland der Koalitionsvertrag eine Vorratsdatenspeicherung ausschließt, Deutschland aber dann die Vorgaben der EU umsetzen müsste, ob es will oder nicht. Selbst wenn es nicht zustimmt in der EU, kann es auch gegen die deutsche Stimme eingeführt werden. Und das macht das so gefährlich, dass letzten Endes hier auch die Vereinbarung der Ampelkoalition gegen Vorratsdatenspeicherung auszuhebeln drohen, gehebelt werden könnten. Und wenn von EU-Seite hier wieder eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird. Ja, ich gehe aber davon aus, oder ich hoffe darauf, dass der Europäische Gerichtshof bei seiner Rechtsprechung bleibt. Er hat es mehrfach gekippt, dass tatsächlich Verbindungs- und Standortdaten anderslos von der kompletten Bevölkerung gespeichert werden, ohne jeden Bezug, ohne jede Begrenzung. Das ist unverhältnismäßig. Das, was die EU-Kommission da vorschlägt, ist im Ansatz tatsächlich vom Europäischen Gerichtshof so erlaubt worden, diese Form der Vorratsdatenspeicherung. Aber es ist natürlich eine politische Frage, ob man davon Gebrauch machen will. Man muss es ja auch nicht machen, sondern das ist das, was der Gerichtshof nicht stoppt. Es ist trotzdem politisch falsch, selbst wenn es rechtlich machbar wäre, weil die Kosten für unsere Freiheit, für die Demokratie in keinem Verhältnis stehen zu dem Nutzen, der gar nicht nachweisbar ist. Ich habe gerade vor wenigen Monaten wieder eine Meinungsumfrage in neuen EU-Staaten in Auftrag gegeben zu den abschreckenden Wirkungen der Vorratsdatenspeicherung. Und große Teile der Bevölkerung, 30, 40%, sagen, mit Vorratsdatenspeicherung würden wir es vermeiden, telefonisch Rat zu suchen beim Eheberater, bei einer Drogenberatungsstelle. Ne, diese sensiblen privaten Probleme, von denen man auf keinen Fall will, dass das irgendjemand mitkriegt oder dass irgendwo gespeichert wird, dort schreckt eben Vorratsdatenspeicherung ab von freier Kommunikation. Und das kann im Endeffekt ja auch mal Menschenleben kosten, wenn sich Suchtabhängige nicht helfen lassen, wenn Psychotherapie nicht durchgeführt wird. Also im Endeffekt ist es schützt das Menschenleben, dass es bei uns keine Vorratsdatenspeicherung gibt, weil es eine freie Kommunikation ermöglicht. Und dieses sture Beharren auf einer flächendeckenden Vorratsdatenspeicherung verhindert auch, dass die Strafverfolger wirklich wirksame, gezielte Maßnahmen einleiten, gezielte Ermittlungen. Davon werden Kapazitäten abgezogen und den Aufbau von Kompetenz und guter Technik und auch schnellen Verfahren bei den Behörden. Das ist ja selbst in Deutschland noch in vielen Fällen so, wenn ihr heute eine Internetstraftat anzeigt, dann hängt das sehr davon ab, wo ihr wohnt. Ihr kennt, habt es sicher verfolgt. Jan Böhmermann hat das ja mal getestet mit Strafanzeigen bei verschiedenen Bundesländern. Und teilweise kommt man da zu Dorfpolizisten, die keinerlei Ahnung haben, was Internet überhaupt ist. Und solange diese Unfähigkeit und mangelnde Organisation vorherrscht, kann natürlich sowas wie Quick Freeze und schnelles Verfahren auch nicht funktionieren. Und ich glaube, es würde sehr viel mehr helfen, tatsächlich die Strafverfolgung zu ertüchtigen und auf den neuesten Stand zu bringen und technisch gut auszurüsten, die Leute gut auszubilden, als einfach Daten anzuhäufen für Personen, die ja nie gebraucht werden. Das muss man sich ja im Klaren sein. 99,9% dieser Daten werden ja überhaupt nie auch nur angeschaut. Ja, wir haben in der EU ein Rechtsstaatlichkeitsproblem, denn die Regierungen haben beim Thema Vorratsdatenspeicherung die mehrfachen Urteile des Europäischen Gerichtshofs
einfach nicht umgesetzt und ignoriert. Die französische Regierung sogar hat sogar ihrem obersten Verwaltungsgericht vorgeschlagen, diese EuGH-Rechtsprechung zu ignorieren, weil sie dem Verfassungskern widersprechen würde. Wir haben allein in diesem Jahr neue Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung in Dänemark und in Belgien gesehen, die beide auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ignorieren und verletzen. Und die EU-Kommission, statt diese Urteile umzusetzen, was sie könnte und müsste, es wäre ihre Aufgabe, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten gegen alle Staaten, die noch eine verdachtslose Vorratsdatenspeicherung haben. Und das ist leider die große Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten. Ja. Statt das zu machen, gucken sie einfach weg, weil es ihr eigenes Interesse ist, maximale Massenüberwachung zu ermöglichen. Die EU-Innenkommissarin Frau Johansson kennt ihr vielleicht wegen der Debatte um die Chatkontrolle, die sie gerade vorantreibt. Die kennt gar nichts. Und vor dem Hintergrund hat die EU beim Thema Vorratsdatenspeicherung ein massives Rechtsstaatlichkeitsproblem und tritt da auch Gerichtsurteile mit Füßen. Welche nationalen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung bestehen in der Europäischen Union? Es gibt zum einen diese alte Generation der Gesetze, wie wir sie in Deutschland haben. Da steht einfach drin, eben flächendeckend alle Verkehrsdaten und Standortdaten werden auf Vorrat gespeichert. Deutschland hat da so einen symbolischen Abschlag gemacht, weil es eben nicht mehr 6 Monate zu speichern sind, sondern dann 10 Wochen zum Beispiel. Das macht aber gar keinen Unterschied. Das ändert gar nichts an der massiven Grundrechtsverletzung, dass die komplette Bevölkerung abgebildet wird und wochenlang nachvollziehbar ist. Und es gibt jetzt neue Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung, die auf den ersten Blick sich an diesen Schlupflöchern oder Hintertüren orientieren, die der Europäische Gerichtshof selbst auch geöffnet hat, aber die auf den zweiten Blick eigentlich hintenrum anstreben, so weit wie möglich diese alte flächendeckende Vorratsdatenspeicherung beizubehalten. Und ich will das mal anhand drei konkreter Länderbeispiele erläutern. Zum einen das Beispiel Belgien, wie gesagt, dieses Jahr ein 800-seitiger Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Der enthält sehr umfangreiche und kaum nachvollziehbare Speicherpflichten ganz verschiedener Art. Es ist vorgesehen übrigens, dass die Internetkommunikationsdienste mit darunter fallen. Also stellt sich die Frage, was passiert, wenn Signal jetzt zum Beispiel sich weigert, wegen Belgien auf Vorrat zu speichern. Die haben ja ihr System gar nicht so programmiert, dass überhaupt Metadaten gespeichert werden. Und wird der Dienst jetzt in Belgien illegal oder geblockt? Also das sind so Fragen, die sich da stellen. Aber was konkret zu speichern ist, das ist auf 5 Ebenen gestaffelt. Auf der ersten Ebene wird eine sogenannte gezielte Vorratsdatenspeicherung durchgeführt, deren Dauer davon abhängt, wie hoch die Kriminalitätsrate ist. Und zwar rangiert das zwischen 6 und 19 Monaten lang. Und man hat die Schwelle der Kriminalitätsquote so angesetzt, dass letzten Endes das komplette Land erfasst ist. Selbst dort, wo die Kriminalitätsquote am geringsten ist, wo es am wenigsten Kriminalität gibt, ist auf Vorrat zu speichern, was natürlich Hohn spricht dem, was der Europäische Gerichtshof gemeint hat. Der hat gemeint, man könnte mal ein Gebiet mit besonders hoher Kriminalitätsbelastung eventuell, dort könnte man auf Vorrat speichern lassen. Belgien pervertiert das sozusagen, um das komplette Land zu erfassen. Dann ist vorgesehen, es wird generell eine 12-monatige Vorratsdatenspeicherung vorgenommen, wenn eine Terrorgefahr Stufe 3 besteht. Auch das entspricht nicht unbedingt der Voraussetzung des Europäischen Gerichtshofs, der konkreten Bedrohung der nationalen Sicherheit. Dann hat man auf der dritten Stufe dann nochmal besondere Gebiete mit einer 12-monatigen Vorratsdatenspeicherung versehen. Und zwar dort, wo es angeblich ein hohes Risiko schwerer Kriminalität geben soll, nämlich an Häfen, an Metrostationen, an Flughäfen, in Gemeinden mit kritischer Infrastruktur und noch viel mehr. Und dann hat man viertens nochmal Gebiete, die irgendwie besonders bedroht seien.
nochmal 12 Monate auf Vorrat speichern lassen. Ja? Die Gebäude, die für Wirtschaft oder Wissenschaft wichtig sind, Verkehrseinrichtungen, Autobahnen, öffentliche Parkplätze, kommunale Einrichtungen, Stadthallen. Ja, also im Grunde genommen wird man kaum irgendein Gebiet finden, wo nochmal keine Infrastruktur irgendwie vorhanden ist. Und dann hat man nochmal in fünfter, letzter Ebene auch alle internationalen Institutionen dazugefügt, nämlich natürlich auch das Europäische Parlament. Auch dort wird 12 Monate auf Vorrat gespeichert. Alle EU-Abgeordnete sind damit betroffen, auch alle EU-Beamte. Hat aber irgendwie keinen außer mir offenbar gestört. Ich habe eine Visualisierung in Auftrag gegeben, also eine Karte, wo man dann quasi dann auch sieht, dass diese Kriterien, die die Regierung hier anlegt, letzten Endes darauf hinauslaufen, dass im kompletten Land auf Vorrat gespeichert werden muss. Und das ist natürlich ein krasser Verstoß gegen diese Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, weil er das gerade nicht wollte, dass unbedingt alle gespeichert werden. Das darf nicht zum Vorbild in der EU werden, droht aber, es könnte aber genau das passieren, weil es ja vorgibt, man folge den Kriterien des Gerichtshofs. Zum Glück gibt es schon eine belgische NGO, die angekündigt hat, dagegen zu klagen. Zweites Länderbeispiel: Deutschland. Wir haben hier das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, nachdem Verkehrsdaten, also Verbindungsdaten, 10 Wochen lang auf Vorrat gespeichert werden sollen, Bewegungsdaten 4 Wochen lang und auch IP-Adressen auf Vorrat gespeichert werden sollen. Aber die Gerichte haben das ausgesetzt. Nächsten Dienstag das Urteil steht an. Voraussichtlich wird das nach der bekannten Rechtsprechung, die ich euch skizziert habe, eben größtenteils europarechtswidrig sein. Und jetzt schon ein Streit in der Ampelkoalition, wie man dann weitermacht. Die SPD-Innenministerin Faeser will mindestens eine IP-Vorratsdatenspeicherung durchsetzen. Wie gesagt, das wäre auch rechtlich wohl machbar. Der FDP-Justizminister will Vorratsdatenspeicherung abschaffen und durch Quick Freeze ersetzen und wird dann auch unterstützt durch Teile der SPD und auch die Grünen und übrigens auch den Koalitionsvertrag, wo das auch sehr klar drin steht, die Ablehnung einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Ja, Thema IP-Vorratsdatenspeicherung möchte ich doch mal drauf eingehen, weil es in Deutschland die Diskussion sich darauf sehr fokussiert. Oft, dass der Gerichtshof unterschätzt die Bedeutung dieser IP-Vorratsdatenspeicherung, auch in der Öffentlichkeit ist das nicht bekannt, weil ja in Anführungszeichen nur gespeichert wird, ihr wart dann und dann im Internet und mit der IP-Adresse. Ja? Es wird ja nicht von eurem Provider jetzt gespeichert, welche Seiten ihr aufruft, aber trotzdem sind diese IP-Daten letzten Endes vergleichbar mit Fußabdrücken oder Fingerabdrücken, die man im Netz überall hinterlässt. Denn wenn man diese IP-Adresse kombiniert mit dem sogenannten Logfile der Internetdienstanbieter, dann wird potenziell unsere komplette Internetnutzung nachvollziehbar. Und zwar nicht nur mit wem wir in Verbindung standen, also welche Seiten wir aufgerufen haben, sondern sogar die Inhalte, für die wir uns im Netz interessiert haben, also die konkreten URLs, jede unserer Angaben, unserer Klicks, unserer Downloads, unsere Beiträge, Posts im Netz, ist anhand der IP-Adresse rekonstruierbar, selbst wenn wir nicht angemeldet waren im Netz. Und damit ermöglicht eine IP-Vorratsdatenspeicherung letzten Endes die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen praktisch jeden Bürgers in einem noch höheren Maße als die Verbindungsdatenspeicherung, die der EuGH ausgeschlossen hat. Ne? Also man kann nicht mehr nur die Kontaktpartner nachvollziehen, sondern sogar die konkreten Inhalte, die ich gelesen oder gepostet habe. Übrigens lässt sich aus der IP-Adresse auch der ungefähre Aufenthaltsort ableiten, wenn ich mobil unterwegs bin. Und nach Forschungserkenntnissen auch unschwer, ob man sich zu Hause eingewählt hat, auf der Arbeit war oder unterwegs. Man kann auch sehr schöne Bewegungsprofile daraus erstellen. Das finde ich eben widersprüchlich, dass eine solche IP-Vorratsdatenspeicherung, die eigentlich insgesamt weitergehende Rückschlüsse lässt als Telefonvorratsdatenspeicherung, dass die dann auch zugelassen wird vom Europäischen Gerichtshof. Also das ist sehr bedenklich und schade. Und das müssen wir politisch verhindern, wenn wir nicht wollen, dass die in Deutschland oder Europa kommt. Nach einer neuen Studie können IP-Adressen mit dem neuen IPv6-Standard auch eindeutige und dauerhafte
Tracking-Identifikatoren darstellen. Da wurde festgestellt, dass gerade billige Internet of Things-Geräte aus China eben statische IPv6-Adressen verwenden, die also dauerhaft rückverfolgbar sind, und dass anhand solcher Adressen dann eben auch dynamische Adressen, die man vielleicht am Laptop und so nutzt, auch rückverfolgbar werden können. Die Studie sagt, dass etwa 19% aller Haushalte betroffen sind von dieser Rückverfolgbarkeit, weil irgendein Gerät, was die IPv6-Adresse nicht wechselt, angeschlossen. Und das zeigt eben auch, dass mit dem neuen Standard nochmal eine neue Qualität der Überwachbarkeit hier erreicht wird, wenn eben die IP-Adresse nicht mehr alle 24 Stunden wechselt, sondern dauerhaft rückverfolgbar ist, ist die Zuordnungsmöglichkeit noch länger, noch einfacher vorhanden. Ja, die IP-Vorratsdatenspeicherung hätte unzumutbare Folgen, besonders wo Menschen überhaupt nur im Schutz der Anonymität bereit sind, sich in Notsituationen beraten zu lassen, sich helfen zu lassen, also zum Beispiel Opfer oder Täter von Gewaltdelikten, Sexualdelikten, wo Menschen nur anonym sich bei öffentlichem Druck zum Beispiel äußern wollen und Missstände bekannt machen wollen, ja, Presseinformanten, anonyme Strafanzeigen oder ausländische Dissidenten brauchen diesen der Anonymität. Und eine flächendeckende IP-Vorratsdatenspeicherung droht letzten Endes die Aufklärung von Straftaten sogar zu erschweren, weil sie zu einem Ausweichen auf Anonymisierungsdienste und andere Kommunikationskanäle nach sich zieht und dadurch eben selbst gezielte verdachtsabhängige Überwachungsmaßnahmen verhindert, wo sie heute noch möglich sind. Wir haben in Deutschland aktuell eine Debatte vor allem zum Thema Kinderschutz. Fakt ist aber, dass laut Bundesregierung nur 3% aller Verdachtsfälle von Kinderpornografie in den Jahren 2017 bis 2021 aufgrund nicht zuordnenbarer IP-Adressen nicht weiterverfolgt werden konnten. Und das liegt daran, dass in Deutschland die Internetzugangsanbieter schon aus betrieblichen Gründen 7 Tage lang IP-Adressen aus betrieblichen Gründen speichern. Und das ermöglicht natürlich in den allermeisten Fällen auch eine Rückverfolgung von solchen Verdachtsfällen. Also wie gesagt, nur 3% funktioniert das nicht, gerade im Bereich Kinderpornografie. Und wir haben gesehen, dass 2009, als in Deutschland eine IP-Vorratsdatenspeicherung in Kraft war, die Aufklärungsquote in diesem Deliktbereich sogar etwas gesunken ist nach Einführung der IP-Vorratsdatenspeicherung, jedenfalls nicht gestiegen ist. Zuletzt liegt die Aufklärungsquote bei Kinderpornografie über 90% ohne IP-Vorratsdatenspeicherung. Ne? Und wie ich dargestellt habe, ist nicht zu erwarten, dass sich an dieser Zahl über 90% signifikant was ändert mit IP-Vorratsdatenspeicherung. Ganz viele andere EU-Staaten haben ja diese IP-Vorratsdatenspeicherung. Da sieht man nicht, dass die eine höhere Aufklärungsquote in diesem Bereich hätten. Und übrigens erfolgen auch weniger als 5% der IP-Auskunftsersuchen der Polizei, also wo IP-Adressen zugeordnet werden, weniger als 5% wegen Kinderpornografie, weit überwiegend zu anderen Zwecken. Und deswegen wird das eben, weil es ein besonders emotionales Beispiel ist, wo jeder Kind helfen möchte, wird das vorgeschoben, um in Wahrheit aber zu allen möglichen Zwecken, ich hatte es schon genannt, jegliche Strafverdacht, Gefahrenabwehr, Geheimdienste, im Grunde genommen die Internetnutzung nachverfolgbar zu machen, und zwar auf Wochen und Monate hinaus. Notwendig wäre, wenn man Kinder schützen möchte, zum einen, dass man Präventionskonzepte an Schulen, an Erziehungseinrichtungen, an Kirchen, an Sportvereinen und so weiter einführt. Denn man weiß aus Studien, dass fast alle Kindesmissbrauchsfälle von bekannten Personen begangen werden im Umfeld, die mit den Kindern zu tun haben. Und man müsste natürlich auch endlich bei den Ermittlungsbehörden nachsteuern, denn dort ist es teilweise so, es dauert Monate oder sogar Jahre lang, bis bei konkretem Verdacht des Kindesmissbrauchs wirklich durchsucht, beschlagnahmt und auch Daten ausgewertet werden. Also man ist da völlig überlastet, und den Heuhaufen noch zu vergrößern, hilft in dieser Situation überhaupt nicht.
Ja, letztes Länderbeispiel von mir, das Beispiel Frankreich. Dort wird ein Jahr lang auf Vorrat gespeichert mit der Begründung, die nationale Sicherheit ist in Frankreich dauerhaft bedroht. Ja, also etwas, was der Europäische Gerichtshof ganz ausnahmsweise zugelassen hat, zum Beispiel für den Fall eines drohenden Terroranschlages. Da sagt man in Frankreich, wir hatten schon Terroranschläge, es kann sie jederzeit wiedergeben. Deswegen haben wir eine dauerhafte Bedrohungssituation. Und das ist natürlich auch eine Pervertierung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Ich habe ein Rechtsgutachten eines ehemaligen Richters am Europäischen Gerichtshof in Auftrag gegeben, der auch bestätigt, dass nach der Rechtsprechung eine sehr spezifische Bedrohung der nationalen Sicherheit nachgewiesen werden muss, also konkrete Anschlagspläne zum Beispiel, und dass das allgemeine Risiko von Anschlägen oder auch vergangene Anschläge nicht ausreichen dafür. Übrigens gibt es keine Belege dafür, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung jemals einen Anschlag verhindert hätte. Auch in Frankreich ist ja die Vorratsdatenspeicherung seit Jahren in Kraft und hat natürlich auch nie einen der dort leider stattgefundenen Anschläge verhindern können. Ja, wie geht es jetzt weiter? Dienstag das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was hoffentlich im Wesentlichen der bisherigen Linie entsprechen wird und die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland im Telefonbereich für unverhältnismäßig für grundrechtswidrig erklären wird. Es wird dann wohl ein neues Umsetzungsgesetz kommen, ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Und wie das ausfällt, hängt dann von der öffentlichen Diskussion und von unseren Interventionen ab. Und auch auf EU-Ebene wird eben die EU-Kommission einen Vorschlag machen zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Und wie der aussieht, hängt sicherlich auch dann von der öffentlichen Diskussion ab. Übrigens, zurzeit wird eine Reform der Verordnung zum Datenschutz bei der elektronischen Kommunikation verhandelt, sogenannte E-Privacy-Reform. Da darf ich auch mit am Verhandlungstisch sitzen für meine Fraktion. Und in diesem Rahmen auch fordert der EU-Rat, durch die Hintertür die Vorratsdatenspeicherung einzuführen und letzten Endes den Europäischen Gerichtshof für unzuständig zu erklären. Zum einen, indem man sagt, nationale Sicherheit, da soll der Europäische Gerichtshof gar nicht mehr für zuständig sein. Und zum anderen soll sogar eine ausdrückliche Erlaubnis für Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden. Wir kämpfen natürlich als Parlament dagegen, aber gerne sehen wir auch öffentlichen Druck in diesem Sinne. Und vor dem Hintergrund jetzt zum Abschluss noch ein paar Hinweise, was ihr konkret tun könnt. Also wichtig ist eben, mitzureden, darauf aufmerksam zu machen, auch das zu kritisieren. Verwendet die Hashtags Vorratsdatenspeicherung oder Data Retention. Verfolgt genau, was hier in der Politik diskutiert wird und welche Entwürfe vorgelegt werden. Achtet genau darauf, welche Parteien was versprechen und dann noch wirklich getan haben. Und unterstützt die NGOs, die in dem Bereich unterwegs sind und sich gegen Vorratsdatenspeicherung einsetzen. Man kann ja auch im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, kann jeder einfach auch komplett ohne Mitgliedsbeitrag mitmachen, aber sehr aktiv sind zum Beispiel eben auch Digitalcourage, um ein Beispiel zu nennen. Ihr könnt selbst darauf achten, dass ihr datensparsame Dienste nutzt, möglichst anonym anmeldet, möglichst Dienste, bei denen wenig oder keine Metadaten anfallen. Und ja, verfolgt die Debatte weiter unter den bekannten Hashtags oder schaut auf meine Homepage, patrickbreyer.de. Dort findet ihr auch die Karte zur Vorratsdatenspeicherung. Ich habe auch mal abgebildet, wie würde das aussehen, wenn man in Deutschland eine sogenannte gezielte Vorratsdatenspeicherung in Gebieten mit überdurchschnittlicher Kriminalitätsquote vornehmen würde. Und auf der Karte ist es nicht so viel, weil vor allem die Städte erfasst sind. Aber wenn man es auf die Bevölkerung umrechnet, wäre dadurch letzten Endes ein Großteil der Bevölkerung auch wieder von der Vorratsdatenspeicherung erfasst. Und das gilt es zu verhindern, denn Vorratsdatenspeicherung ist der Dammbruch, ist der erste Fall, wo man anfängt, die komplette Bevölkerung in ihrem alltäglichen Verhalten abzubilden. Es gibt seither auch leider die Fluggastvorratsdatenspeicherung, die dann auch auf Busse ausgeweitet werden soll. Aber man kann sich auch vorstellen, noch sehr viel mehr Verhalten auf Vorrat zu speichern oder abzubilden.
jedes Mal, wenn wir Gebäude betreten zum Beispiel, dass man da irgendwo einen Ausweis durchziehen muss. Also es lässt sich viel vorstellen, biometrische Gesichtserkennung mit Vorratsdatenspeicherung. Man könnte versuchen, die Kfz-Kennzeichen, die ja auch in vielen Bundesländern gescannt werden, einfach auf Vorrat zu speichern, um das Bewegungsverhalten nachvollziehen zu können. Ist bisher zum Glück auch in Deutschland nicht der Fall. Also das ist wirklich ein Präzedenzfall für anlasslose Massenüberwachung und dagegen müssen wir uns mit aller Macht wehren. Soweit erstmal vielen Dank von meiner Seite und ich bin gespannt auf eure Fragen. Hallo, ja, vielen Dank, Patrick. Genau, ihr habt jetzt einige Argumente an die Hand bekommen. Eine andere Möglichkeit, ich weiß nicht, ob du das in der langen Liste von möglichen Initiativen erwähnt hattest, ist, dass man sich auch an seine eigenen Abgeordneten wenden kann, an seine eigenen Repräsentanten, sowohl auf EU-Ebene natürlich als auch auf den entsprechenden Landes- und Bundesebenen. Hier habt ihr jetzt tatsächlich einen Parlamentarier, den ihr was fragen könnt. Also wenn ihr Fragen habt, da ist jetzt unser Saalmikrofon, was ihr gerne zu euch rufen könnt. Und ich werde dann die Frage einmal spiegeln. Da ich jetzt gerade noch keine Meldung sehe. Ah doch, da meine Meldung. Test. Ah, man hört mich. Wir haben ja gerade so ein bisschen über anlasslose Massenüberwachung von staatlichen Instanzen geredet. Aber zum Beispiel aus meinen Google-Daten, die ich so täglich aus Bequemlichkeit generiere, lassen sich auch garantiert viele Sachen ableiten. Und ich glaube, das hat auch einige Chilling-Effekte. Gibt es denn da Initiativen, das irgendwie ein bisschen gesetzlich stärker einzugrenzen, was dort alles anlasslos gespeichert wird? Also die Frage ist, wir haben jetzt geredet über staatliche Datensammlung, das ist eine staatlich initiierte Datensammlung. Wir haben auch genauso die Datensammlung, die durch Großkonzerne wie Google täglich bereits stattfindet, ob es da auch gesetzliche Initiativen gibt, das zu regulieren. Ja, das, was die Internetkonzerne über uns sammeln an Daten, das unterliegt der Datenschutzgrundverordnung in Europa. Und es ist in diesem Bereich noch ziemlich ungeklärt, wie viel unserer Internetnutzungsdaten hier wie lange gespeichert werden dürfen. Die Konzerne tun das im Moment mit der Begründung, sie bräuchten das zu Sicherheitszwecken, um irgendwelche Sicherheitsvorfälle aufdecken und vorbeugen zu können. Und da wird tatsächlich dann monatelang oder teilweise auch ganz unbegrenzt unsere komplette Internetnutzung mitgelockt. Entweder wenn ihr angemeldet seid mit eurem Account verknüpft oder wenn ihr nicht angemeldet seid mit eurer IP-Adresse verknüpft. Und ich klage im Grunde genommen, glaube ich, inzwischen seit über 10 Jahren, verklage ich die Bundesregierung dafür, dass sie das selber auch so praktiziert. Und im Moment, es war schon beim Europäischen Gerichtshof das Verfahren, der musste erstmal klarstellen, dass die IP-Adresse, die in den Logfiles enthalten ist, ein personenbezogenes Datum ist, weil sie identifizierbar ist. Und jetzt liegt das beim Sachverständigen, der soll jetzt ein Gutachten dazu schreiben, ob und wie lange denn solche Logdaten zu Sicherheitszwecken aufbewahrt werden müssen. Es gibt diverse Dienste, die das gar nicht aufbewahren, die offensichtlich genauso sicher angeboten sein können, aber die allermeisten machen es eben dann doch. Klar kann man im Fall eines Angriffs vielleicht dann mal was nachverfolgen, was nicht wirklich eine gute Angriffsabwehr ist, aber es ist einfach eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich finde Daten, die Aufschluss über den Inhalt unserer Internetnutzung geben, die gehen den Dienstanbietern nichts an. Aber dadurch, dass das gesetzlich nicht eindeutig geregelt ist, ist es letzten Endes in der Hand der Gerichte. Und ich hoffe, dass in meinem Fall vielleicht nach weiteren 10 Jahren eine Klarstellung in diesem Sinne kommt. Weitere Fragen? Ich hätte original zwei Fragen, wenn das erlaubt ist. Dann mach erst mal eine und dann machen wir Genau, erst und mal dann machen wir die das. nächste danach, Genau. ne? Als erstes, wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt
Länder wie Deutschland, die sich aktiv dagegen aussprechen. Welche Länder, Institutionen, EU-Mitglieder gäbe es denn, die das aktiv vorantreiben und immer wieder verlangen, dass es eine Vorratsdatenspeicherung flächendeckend gibt? Und dann die zweite Frage. Also die Frage ist, welche Länder treiben das insbesondere voran, dass es wieder eine Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene eingeführt wird? Das hat der EU-Rat, also alle EU-Mitgliedstaaten haben das beschlossen. Man muss wissen, dass auf EU-Ebene die Innenminister zuständig sind für das Thema Vorratsdatenspeicherung. Und mir wäre gar nicht bekannt, dass Deutschland auch nur dagegen gestimmt hätte. Also da ist sogar offenbar auch das deutsche Innenministerium immer mit bei den Befürwortern einer Wiedereinführung gewesen, dabei gewesen. Der EU-Rat hat eben mehrfach die EU-Kommission aufgefordert, eine Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Das EU-Parlament hat bisher dagegen gehalten, aber wenn ein Gesetzesvorstoß kommt, eine Vorlage, die dann auch noch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch zulässig wäre, dann bin ich nicht zuversichtlich, dass das EU-Parlament sich dem mehrheitlich entgegensetzen würde. So, die zweite Frage. Dankeschön. Als zweites. Welche Maßnahmen hätte eine EU-Kommission, ein Europäischer Gerichtshof oder andere EU-Mitgliedstaaten gegen ein Mitglied, was das aktiv, aber anlasslos betreibt? Eine Vorratsdatenspeicherung, genau. Dagegen vorzugehen oder hinzuweisen, dass es da. Also die Frage war, wir haben ja das EU-Gerichtsurteil, dass Vorratsdatenspeicherung nicht erlaubt sind. Du hast auch gesagt, nationale Gesetze ignorieren diese Urteile im Prinzip einfach, so wie die Gesetze dann formuliert sind. Ist da irgendeine Form von Sanktionierung möglich durch EU-Gremien, vielleicht durch die Gerichte selber als Antwort darauf? Es läuft so, dass man quasi in jedem Land gegen diese unzulässigen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung klagen muss. Und zwar in jedem Land einzeln. Das ist unterschiedlich, welches Gericht dafür zuständig sind. Manchmal muss man alle Instanzen durchlaufen. Manchmal darf man auch direkt zum Verfassungsgericht gehen, wie in Deutschland. Ich bin ja einer der Beschwerdeführer gegen Vorratsdatenspeicherung. Das liegt in Karlsruhe jetzt auch seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, vielen Jahren zur Entscheidung vor. Und die Konsequenz ist letzten Endes dann, dass das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung oder die in anderen Ländern die Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung aufgehoben werden. Sanktionswirkung hat das keine. Das heißt, im Grunde genommen lohnen sich diese illegalen Gesetze schon dadurch, dass sie erst nach etlichen Jahren aufgehoben werden. Und oft genug werden sie dann wieder durch illegale Gesetze ersetzt, wie zum Beispiel in Belgien das der Fall gewesen wäre. Sanktionen gibt es nicht. Aber ich glaube, es würde auch nicht so viel bringen, weil letzten Endes diese Sanktionen aus dem Staatshaushalt bezahlt werden, auch nicht von Politikern persönlich. Und vielleicht müsste man eher so eine Art Ministeranklage einführen, dass wenn jemand irgendwie vorsätzlich gegen die Verfassung verstößt, dass man dann gegen ihn selbst ein Verfahren betreiben kann. Das würde vielleicht eher was bringen. Aber im Moment ist da nicht wirklich ein Kraut dagegen gewachsen. Weitere Fragen im Publikum? Ja, ich sehe eine Meldung. Wir sehen ja an den Daten, dass es gegen Kriminalität nichts bringt. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die das einführen wollen, so ignorant sind, dass ihnen das nicht klar ist. Was meinst du denn, ist die Motivation hinter dem Scheiß? Das ist eine Frage, die ich mir auch schon notiert hatte. Die Frage ist, ja, diese ganzen Leute, das kann doch nicht sein, dass sie das nicht wissen. Also die Politiker, die das fordern, das wieder einzuführen, das kann doch nicht sein, dass sie es nicht wissen, dass es nichts bringt. Warum fordern sie es dann trotzdem? Was ist da die Motivation bei diesen Politikern? Die Strafverfolger sind da voll dahinter und meinen eben, dass wenn man möglichst alles weiß, dass man dann auch irgendwie mehr Sicherheit herstellen könnte, dass das statistisch nicht darstellbar ist oder nicht nachgewiesen werden kann, das ficht die im Grunde genommen nicht an. Die führen dann eben lange Einzelfallbeispiele auf. Hier hat es geholfen, da dieses aufzuklären, diesen Mord, diesen Enkeltrick, was weiß ich. Da werden dann sehr lange Listen aufgeführt,
wo das mal geholfen hat, was aber eben gerade nicht belegt, dass es andernfalls nicht hätte aufgeklärt werden können oder dass nicht auch die kontraproduktiven Effekte schwerer wiegen. Also man muss es verstehen aus Sicht der Ermittler, die eben an dem einen Fall sitzen, das sind ja schlimme Straftaten und die dann eben verzweifeln, wo sind Anhaltspunkte, wo wir irgendwie weitermachen könnten, wo wir vielleicht noch aufklären können. Im Endeffekt ist es aber eben leider so, dass in einem Rechtsstaat nie 100% aller Straftaten aufgeklärt werden können. Und es ist eben ja auch im wirklichen Leben nie so, dass jetzt jemand hinter uns herläuft und mitschreibt, mit wem wir wann gesprochen haben oder wann wir uns wo aufhalten. Ja, also es wird mit der Vorratsdatenspeicherung wird hier ein Niveau an gläsernem Bürger angestrebt, was es im Grunde genommen im wirklichen Leben nie gegeben hat und nicht gibt und was eben gefährlich ist, weil es etwas Totalitäres hat, alle zu speichern und alle abzubilden. Ja? Das ist so ein bisschen das Motto Staatssicherheit, ja? Was da eingeführt wird. Und das ist der Dammbruch der Vorratsdatenspeicherung. Das dürfen wir nicht akzeptieren, dass alleine die Möglichkeit, dass irgendwas mal nützlich sein könnte zur Verfolgung einer schweren Straftat, dass alleine das schon ausreicht, um alle unter Generalverdacht zu stellen. Weitere Fragen? Ja. Genau. Wenn man sich die alten existierenden Ansätze der Vorratsdatenspeicherungsgesetze anguckt und die mit den jetzt neuen Ideen oder neuen Versuchen vergleicht, sind das ja relativ unterschiedliche Ansätze. Also bei den alten ging es darum, dass tatsächlich zentralisiert Telekommunikationsprovider Quelle und Ziel gespeichert haben, während der neueste Spin ja eher ist, dass nur die sowieso vorhandenen Bestandsdaten erfasst werden sollen. Je nachdem, wen man fragt, ist dann ja dieser Unterschied zwischen Verkehrsdaten und Bestandsdaten etwas, was es plötzlich nicht mehr zur Vorratsdatenspeicherung macht oder halt trotzdem doch noch. Kannst du vielleicht auf diesen Unterschied zwischen Verkehrsdatenspeicherung und Bestandsdatenspeicherung bezüglich IP-Adresse mal eingehen und eben das ja mal und erklären, wie das sich jetzt zu diesen Gerichtsurteilen verhält? Ich versuche es jetzt mal zu paraphrasieren, weil das jetzt eine lange Frage war, aber der Frage hat jetzt einen Unterschied gesehen zwischen dem alten Modell, wo Verkehrsdaten gespeichert werden durch zentrale Telekommunikationsanbieter und dem neuen Modell, wo Dienstanbieter Bestandsdaten speichern. Und kannst du das darstellen, wie jetzt der Unterschied ist, warum das juristisch einen Unterschied darstellt oder was da die zumindest die Theorie ist? Habe ich das jetzt so richtig paraphrasiert? Okay, es kommt ein Nicken. Also das kann ich so nicht bestätigen. Es ist so, dass die Datenspeicherung immer bei den Diensteanbietern selbst vorzunehmen ist, sowohl bei der Bestandsdatenspeicherung, also wo es um eure Identitätsdaten geht, als auch bei der Verkehrsdatenspeicherung, dass aber eben dann die staatlichen Stellen Zugriff haben auf diese Daten. Sei es direkten Zugriff über Schnittstellen, sei es, dass sie halt dann Anfragen starten müssen, manuelle Anfragen dann zuschicken. Und das ist bei beiden Datentypen, bei den Bestandsdaten wie bei den Verkehrsdaten im Grunde genommen ähnlich. Beantwortet das deine Frage? Okay. Noch eine Frage können wir sicherlich noch machen. Da sich jetzt keine Hand hebt, ich habe mir auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass es halt diese Diskussion von europäischen Gesetzgebungsverfahren immer so in bestimmten Länderkontexten gibt. Also halt in Deutschland wird über diese Vorratsdatenspeicherung sehr intensiv diskutiert und das wird auch sehr kritisch begleitet, ja nun auch durch die entsprechenden Parteien, die sich da vorgetan haben, sei es halt die Piratenpartei, sei es auch die entsprechenden Abgeordneten der Grünen und der FDP. In anderen Ländern gibt es diese Öffentlichkeit offenbar weniger. Du hattest diese Beispiele genannt, Dänemark und Belgien, wo da jetzt, insbesondere Belgien, wo da sehr restriktive Gesetze durchgekommen sind. Und gut, es kann natürlich sein, dass ich das in meiner Blase nicht mitbekommen habe, dass da dann auch dagegen Opposition war. Aber es gibt ja nicht wirklich eine gesamteuropäische Öffentlichkeit. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sowas zu schaffen? Also vielleicht auch nicht nur auf die Vorratsdatenspeicherung bezogen, sondern allgemein irgendwie so einen gesamteuropäischen Diskurs zu schaffen für europäische Gesetzgebungsverfahren.
Wir versuchen das natürlich herzustellen und zu befeuern, die öffentliche Diskussion, indem ich informiere, Sachen ins Netz stelle, Pressemitteilungen auch mehrsprachig rausgebe. Ab und zu mal machen dann auch nochmal nationale Piratenparteien mit, das in ihren Ländern zu kommunizieren und weiterzugeben. Aber tatsächlich ist Überwachung bei uns ein größeres Thema, weil wir eben totalitäre Regime auf deutschem Boden hatten. Und es ist schwer, in anderen Staaten eine ähnliche Diskussion auch in Gang zu bringen. Es gibt das Netzwerk Europäische Digitale Rechte, European Digital Rights, in dem durchaus Datenschutz-NGOs in allen EU-Ländern auch vertreten sind, die versuchen, Bewusstsein zu schaffen. Es gibt ein jährliches Treffen in Brüssel, Freedom Note 4, seid ihr auch herzlich eingeladen, wo Aktivisten sich europaweit treffen. Und im Grunde genommen ist es entscheidend, politisch entscheidend, ob diese Vernetzung besser gelingt in Zukunft. Denn wir haben nur eine Chance, Gesetze zu stoppen, wenn der Aufschrei europaweit ist, wie das zum Beispiel bei ACTA der Fall war. Da war das Entsetzen groß genug, um das zum Fall zu bringen. Bei der Urheberrechtsreform Uploadfiltern hat es schon nicht gereicht. Und jetzt bei der Chatkontrolle wieder haben wir auch fast nur aus Deutschland Widerstand. Das wird auch nicht reichen, ne? Deswegen ist diese Vernetzung so entscheidend. Wir wissen, dass es durchaus Kritik in vielen Ländern gibt. Jetzt, wenn ich jetzt mal in die Umfrage schaue, die ich in Auftrag gegeben habe, wissen wir, dass in Deutschland 51% eine Vorratsdatenspeicherung ablehnen und auch erhebliche Teile in anderen Ländern, irgendwie 30, 40% teilweise. Das heißt, die Leute sind eigentlich da, die das nicht wollen und die dagegen sind. Und die muss man aber auch ansprechen bei dem Thema und dafür sensibilisieren, in welche Entwicklung das führt. Da ist ganz viel politische Arbeit und Bildungsarbeit und ein langer Atem nötig. Und das ist ganz entscheidend, dass wir auch unsere Erfahrungen und unser Verständnis teilen. Zum Beispiel ist Deutschland als Land ohne Vorratsdatenspeicherung ein sehr gutes Land auf EU-Ebene, wo ich den anderen erklären kann, dort gibt es keine Vorratsdatenspeicherung, die sind genauso sicher oder sicherer. Die Aufklärungsquote ist genauso hoch oder höher. Ihr braucht keine Vorratsdatenspeicherung. Damit haben wir die Stunde voll gemacht. Vielen Dank, Patrick. Nochmal einen herzlichen Applaus gerne. Und dir noch einen schönen Abend und viel Erfolg, dass du mit deinen politischen Bemühungen diesem Thema durchdringst. Und vielen Dank.